Die Karolin so. Auch. Ich stelle mich selber vor, ja. Also, die Martina. Genau. Ich stelle die Kamera läuft. Ich muss mich eh noch herrichten. Ich muss meine Haare richten. Das ist die Geschichte nicht schön, aber es ist hilfreich. So, ich habe Ihnen ein Märchen mitgebracht. Und ich hoffe natürlich, dass Sie es nicht kennen, obwohl Ihnen wahrscheinlich einiges in diesem Märchen bekannt vorkommen wird. Zum Beispiel der Anfang. Es war einmal ein König mit seiner Königin. Die beiden waren sehr glücklich, sie liebten sich, sie hatten alles, was sie brauchten. Also fast alles. Was ihnen fehlte zu ihrem Glück, Sie werden es wahrscheinlich wissen, war? Ein Kind. Ja, ein Kind, ein Sohn am besten, ja? Ein Thronfolger. Aber es passierte nichts. Sie bemühten sich redlich, aber es klappte einfach nicht. Und darüber wurde die Königin sehr traurig. Immer trauriger und sie magerte ab und verlor den Glanz in ihren Augen und ihre Haut wurde stumpf und darüber war der König, der seine Königin ja sehr liebte, verzweifelt. Aber das wollte er natürlich nicht sie merken lassen. Und als es dann irgendwann nicht mehr aushielt mit der Verzweiflung, da rannte er in den Wald und schrie sie hinaus, die ganze Verzweiflung. Warum? Ja, warum wird uns denn kein Sohn geschenkt? Und er klagte und er jammerte. Und auf einmal, da kam ein Wind auf. Und es war, als hörte er Stimmen. König, 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 König. Klag nicht, klag nicht, klag nicht, klag nicht, klag nicht, klag nicht. Ja, wer spricht denn da? Wir sind es, wir sind es, wir sind es. Die Frauen des Waldes, die Frauen des Waldes, die Frauen des Waldes, die Frauen des Waldes. Und es war natürlich, es waren die 13 Feen. Die kennen Sie wahrscheinlich aus dem anderen Märchen. Genau. Es waren, glaube ich, genau die gleichen Feen. Und die kamen und sie versprachen dem König einen Sohn. Ja, ihr lieben Frauen, was kann ich euch denn zum Dank dafür geben? Wir wollen nichts, wir wollen nichts, wir wollen nichts, wir wollen nichts. Wir wollen nur Patinnen sein, Patinnen sein, Patinnen sein, Patinnen sein, Patinnen sein. Und wir wollen dem Kind was schenken, was schenken, was schenken. Schenken, schenken. Ja, dann kommt, kommt, gerne, seid Patinnen, alle 13, kommt und schenkt dem Kind etwas. Und er lief nach Hause und er umarmte seine Königin. Inniglich und lange und er hielt sie fest und er flüsterte ihr zärtliche Worte ins Ohr. Und er sagte ihr, bald werden wir einen Sohn haben. Und kaum 9 Monate später, da kam der kleine Prinz zur Welt. Und er hatte den ersten Schrei noch nicht getan, da wisperte es im ganzen Palast und da kamen die Feen und das Kind, 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 das Kind. Und jeder wollte sich zuerst an die Wiege drängen und wollte dem Kind etwas schenken. Und die erste schenkte ihm Schönheit und die zweite schenkte ihm Tugend und die dritte Weisheit und die vierte ein großes Herz und die fünfte Freigebigkeit. Und jede schenkte ihm etwas und dann kam die 13. und stand da an der Wiege und ich schenk dir, ich schenk dir, ich schenk dir, ich schenk dir. Und da fiel ihr nichts mehr ein, weil die anderen hatten ja all die guten Sachen schon verschenkt. Und da wurde sie böse, weil sie schämte sich so, weil ihr nichts mehr einfiel. Und dann sagte sie, ich schenk dir, ich schenk dir, von mir bekommst du Eselsohren. Und sie hatte diesen Fluch noch nicht ausgesprochen, da wuchsen dem kleinen Prinzen so kleine, graue, flaumige Öhrchen. Oh nein, bitte, bitte nehmt diesen Fluch zurück. Die Königin war entsetzt. Aber die Feen, so schnell wie sie gekommen waren, waren sie wieder verschwunden. Mein lieber Gemahl, niemand, niemand darf davon erfahren. Niemand, jemals. Sie werden unseren Sohn auslachen. Sie werden ihn verspotten. Und so übernahm die Königin von diesem Moment an die königliche Haarpflege und Körperpflege des Prinzen höchstpersönlich. Niemand durfte den Kleinen anrühren. Und der König, der ließ sofort ein Gesetz wirksam werden, dass von jetzt an
Die gesamte männliche Bevölkerung. Von ganz klein, vom ersten Tag des Lebens, bis ins hohe Alter, Mützen tragen sollte. Zu Ehren des Kronprinzen. Bemützt, alle Männer, mit Mützen. Und diese Mützen müssen natürlich die Ohren bedecken. Das Volk wunderte sich ein wenig, aber sie liebten ihren König und verehrten ihn und dachten, er wird schon recht haben, er wird schon seine Gründe haben und so boomten die Mützen. Das Mützengeschäft, das wurde richtig groß, ja, es wurde gestrickt, es wurde gewebt, es wurde gehäkelt, es wurde genäht, mit Bommel, ohne Bommel, in allen Farben, ja, groß, lang, kurz, klein. Und die schönsten Mützen, die bekam natürlich der kleine Prinz. Und der wuchs heran und wurde ein stattlicher junger Mann und mit ihm wuchsen natürlich auch seine Ohren. Deswegen wurden die Mützen immer größer. Wahrscheinlich war das auch der Moment, als der Turban erfunden wurde. Der Prinz also trug diese wunderbaren Mützen und das sah nicht schlecht aus, aber sein Haar, das wuchs auch. Ja, das wuchs immer länger und wurde immer lockiger und immer goldener und das sah aus wie ein Mädchen. Und auch sein Bart wuchs. Die Königin pflegte dieses Haar zwar, aber irgendwann sagte der König, jetzt ist Schluss, ja. Der Junge muss zum Friseur. Das kann ich doch selber machen. Nein, das machst du nicht. Die Königin hatte noch nie eine Schere in der Hand gehabt, geschweige denn ein Rasiermesser. Und in diesem einen Punkt bestand der König darauf, dass diese Arbeit von dem Haus- und Hoffriseur erledigt werden sollte. Und er ließ ihn rufen. Barbier, du wirst meinem Sohn die Haare schneiden. Und ich sage dir eines. Wenn du jetzt da hineingehst in dieses Zimmer und mein Sohn seine Mütze abnimmt, dann wirst du etwas sehen. Und das, was du sehen wirst, darüber wirst du nie zu irgendjemandem ein Wort verlieren. Ansonsten schwörst du das? Der Barbier konnte sich gar nicht vorstellen, was das sein könnte. Und was sollte er machen? Er schwor, niemals zu irgendjemandem ein Sterbenswörtchen zu sagen, was immer er da drin zu Gesicht bekommen würde. Und dann betrat er die königliche Frisierstube. Und der Prinz nahm die Mütze ab. Und dann sah er diese Ohren, die waren inzwischen schon ganz lang gewachsen. Er sah diese Ohren und er musste sich wirklich zusammenreißen, dass er nicht laut loslachte. Er schaffte es immerhin, ohne zu zittern, dem Prinzen die Haare zu schneiden und auch den Bart. Und dann lief er hinaus und dann lachte er sich. Er lachte sich fast tot. Und dann lief er nach Hause und er wollte seiner Frau sofort davon erzählen. Aber dann fiel ihm ein, er hatte geschworen. Er durfte ja zu niemandem etwas sagen. Oje. Und jetzt hatte er dieses Geheimnis. Und er schlug das runter. Und dann lag es in seinem Bauch schwer. Es wurde immer schwerer. Und es erdrückte ihn fast. Und er hielt es nicht aus. Und mit jedem Tag, da drückte es mehr. Und er wusste, wenn er nicht irgendwann mit irgendjemandem darüber reden würde oder es irgendwie herauslassen, dann würde er daran zugrunde gehen. Andererseits, wenn er es sagte, dann würde der König das herausbekommen und er würde ihn... Was sollte er tun? Glücklicherweise gab es auch in diesem Märchen eine weise Frau, die auf alle Fragen eine Antwort hatte und immer einen Rat wusste. Und zu der ging unser königlicher Barbier. Die hörte sich das Problem an, dass es da ein Geheimnis gab, das nicht verraten werden durfte und das ihn erdrückte und gab ihm folgenden Rat. Morgen früh, dann nimmst du einen Spaten und dann gehst du hinaus in den königlichen Wald. Und du durchquerst diesen Wald, dann kommst du auf eine große, feuchte, grüne, satte Wiese. Und durch diese Wiese da fließt ein Fluss. Und du überquerst den Fluss und gehst weiter nach Norden. Und dann ist da hinten ein Findling, ein großer Stein. Es gibt nur einen einzigen, den kannst du nicht verfehlen. Und genau vor diesem Stein, da gräbst du ein Loch. Und du gräbst es so tief, dass du darin stehen kannst. Und wenn es tief genug ist, dann kommst du raus, kniest dich davor und dann rufst du dein Geheimnis dort hinein, bis es dir leichter wird. Und das machte der Friseur. Er durchsperrte den Wald, die Wiese, über den Bach und er fand den Findling und er grub sein Loch und er grub es ganz tief. Und dann kniete er sich hin und dann rief er das Geheimnis. Er
Prinz hat Eselsohren. Der Prinz hat Eselsohren. Da geht man lauter. Der Prinz hat Eselsohren. Der Prinz hat Eselsohren. Und immer lauter und so lang und so laut, bis ihm wirklich leicht wurde und bis das ganze Geheimnis draußen war. Und dann grub er das Loch wieder zu und lief nach Hause, beschwingt, erleichtert. Und das Jahr zog ins Land, es wurde Herbst, es wurde Winter, es wurde wieder Frühling. Und die Hirten kamen über die Wiese. Und an der Stelle, wo der Friseur das Loch gegraben hatte, da waren Schilfhalme gewachsen, schönes Rohr, aufrecht und gerade und lang. Und die Hirten, die sahen dieses Rohr und jeder schnitt sich eines ab und bastelte sich eine Flöte daraus. Und sie fingen an zu spielen. Seltsamerweise kam immer nur eine einzige Melodie dabei heraus. Störte die Hirten nicht. Sie spielten diese Melodie, sie gefiel ihnen. Sie spielten sie zusammen im Kanon, immer wieder. Und sie zogen in die Stadt und wurden sofort umringt von den Kindern, die kleinen Lämmchen streichelten und die hörten das Lied und sie summten es mit. Und irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann fing ein Kind an zu singen, wer immer ihm diese Worte eingegeben haben mag. Der Prinz hat Eselsohren, der Prinz hat Eselsohren, der Prinz hat Eselsohren. Und wie das ist mit den Kindern, wenn einer anfängt zu singen, dann wiederholen das natürlich alle. Und plötzlich sagen alle Kinder, der Prinz hat Eselsohren, der Prinz hat Eselsohren. Und dann fingen die Erwachsenen auch an zu singen, der Prinz hat Eselsohren, der Prinz hat Eselsohren, der Prinz hat Eselsohren. Und alle sangen, die ganze Stadt sang. Und es dauerte nicht lange, da drang dieser Gesang durch die Mauern des Schlosses in den Palast und der König hörte es. Und für ihn war natürlich klar, der Friseur, der hatte das Geheimnis verraten. Dieser Schuft, dieser Schurk, und er ließ ihn sofort kommen und den Scharfrichter auch gleich. Und du weißt, was jetzt passiert. Und der arme Mann, der Friede und Gnade, König, ich habe mit niemandem, wirklich, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, wirklich nicht. König wollte gerade das Urteil vollstrecken lassen, da öffnete sich die Tür. Und der Prinz trat herein. Vater, lass diesen Mann. Er hat ja nichts Böses getan. Er hat ja noch nicht einmal gelogen. Ich habe Eselsohren, aber bin ich nicht trotzdem schön und klug und großzügig und weise? Habe ich nicht ein großes Herz? Sollen die Leute doch wissen, dass ich Eselsohren habe. Was ist schon dabei? Und er nahm seine Mütze ab. Ganz normale Ohren. Hübsche, kleine, wohlgeformte Ohren. Der König wusste nicht, was er sagen sollte. Und so dankte er ab und überließ die Regierungsgeschäfte seinem Sohn. Und er, weil er ja so schön war und so gut und so großzügig und so ein großes Herz hatte und so freigebig war, regierte sein Land viele Jahre. Und wenn er nicht gestorben ist, dann hat er vielleicht eine Frau gefunden und geheiratet und vielleicht einen kleinen Sohn bekommen. Ja, und das Lied? Ja, das Lied, das wurde noch eine Weile gesungen und da der Prinz ja keine Eselsohren hatte, da wurde es irgendwann vergessen. Und nur in dieser Geschichte lebt es noch. Thank you.